Hallo, willkommen bei Frohe Weihnachten. Wir spielen Ice Climber, weil es das einzige Willkommen bei Winterspiel ist. Adventskalender Urama Ja, oder genau. wie auch immer du das dieses Jahr nennst, mir ist es Das heißt scheißegal. jetzt, ja, gleich. Wir spielen Ice Climber und das hat Schnee drin und das ist das einzige weihnachtsbasierte Spiel, was wir haben. Für beides. Okay, Also Maxi, komm. ich bin Weibchen. Also was ist Ice Climbers, Maxi? Ice Climber ist ein, ich finde, ein sehr spaßiges NES-Spiel, einer der wenigen guten NES-Spiele, die Ja. es gibt. Und vor allem gibt's hier halt gleichzeitig zwei Player. Das ist einfach cool. Ist extrem selten für ein altes Nintendo. Anthony, Scheiße. Anthony! Maxi. Das ist echt der Survival Horror. Also ich bin der Blaue, heißt Nana. Nein, das Mädchen heißt Nana. Fick dich! Maxi! Was ich mag an den Typen, schau mal, die rennen dann zurück und holen Eis, um es zu reparieren. Aber ich mach die fertig. Würdest du sagen, die sind eiscool, im Gegensatz zu dir? Ja, das Jahr ist einfach schon bald rum. Das macht mich total fertig. Oder? Das geht alles extrem schnell. Und Das wir kommt haben mir so dieses Jahr vor. kaum Serious geschafft. Ja, danke für die Feststellung, Anthony. Also da oben ist der Bonus-Level. Okay, also Ah! wir holen jetzt Ah! Ah! Aubergine. Okay, Komm. das schaffen wir. Anthony, los geht's. Okay, wir holen Aubergine. Aber es ist immer noch, das ist kooperativ und Scheiße. konkurrenzbasiert, siehst du? Und zwar Scheiße. können wir beide richtige Highscores sammeln. Aber schau mal, wer hat besseren Score? Ja, wer? Ich weiß es nicht, sag's mir. Fuck. Ich! Ja. Mit Abstand! Ich hoffe, das wird jetzt nichts daran ändern. Ich finde die Jump-Physics so komisch. Und dass die es Nein! einfach in Smash Nein! geschafft haben, finde ich auch dermaßen lustig. Ja, die sind wirklich, die haben nicht irgendwas gemacht. Seit diesem Spiel. Und die haben gesagt, ja, okay, Das ist komm. doch ihr einziges Spiel, oder? Ja, echt mit Abstand, da gibt's nichts anderes. Was extrem lustig LOL. ist. Wie viele haben sich darüber aufgeregt, dass zum Beispiel die Ice Climbers drin sind, aber nicht Sonic? Waluigi, ja? Vergiss unseren Wally-E-Nator nicht, ne? Mach Unseren mich nicht Gott. wütend. Scheiße! Guck, ich komm da nicht hoch! Doch, natürlich. Siehst du, gut gemacht. Hey, stellt sich hier echt heraus, dass ich besser in Ice Climbers bin als du? Naja. Okay, pass Schon auf. gewonnen? Los geht's. Okay, ich bin viel besser positioniert als du. Nee, nee. Gut, wie du mich einfach rausgescored Ja, hast, du weil ich Pussy. gewinne jetzt. Wir beweisen uns hier gerade echt als keine Gamer. Diesen Gamer. Was wünschst du dir diese Weihnachten, Anthony? Das wird schwer. Wie, das wird schwer? Entweder Irgendwas? eine Xbox One oder ein Sklaven. Wie wär's mit einem Switch-Spiel? Entweder, schau mal, die arbeiten sich hier echt voran. Was ist denn jetzt Du bist los? gestorben. Ja, so sieht das aber Das nicht ist aus. unmöglich, dieses Spiel. Nee, pass auf. Erstmal, one, two. Oh, fick Bist dich. du echt gegen mich gesprungen? Ja, du bist gegen mich gelaufen. Stell dir vor, das würde von selber scrollen. Du willst. Nein, nein! Komm, komm, jump, 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 jump. Okay, jetzt pass auf. Jetzt schaffen wir es. Das ist unsere Station. Nein, nein, nein! Nein, du Wichser! Wir sind Was? in den unteren Ich Stages hab sind dir wir doch noch ein geholfen. Team. Ach Gott. Verletz mich nicht. Ach Gott. Ja, ich bin oben. Ah, es gibt ja Walljumps im Grunde. Geh weg, Marco. Marco, wir nehmen ein Let's Play auf. Okay. Ich bin noch. Ich kümmere mich um den Vogel, Anthony. Was für ein verrückter Vogel. Willst du mich Ah, verarschen? es gibt hier Walljumps. Ja, wenn du gegen eine Wand prallst. Okay, pass auf, um den müssen wir uns zuerst kümmern. Okay, Okay. gut gemacht. Jetzt warten wir auf da. Okay, los geht's. Los geht's. Ach, Scheiße. Scheiße! Scheiße. Kommst du hoch? Gott, ich hasse Yes! NES-Spiele. Ups. Ah. Ich hole uns den Kehrbit. Ich hole uns die Bonus-Points. Anthony, einmal werde ich es schaffen, ganz nach oben zu kommen. Nein. Doch, pass auf. Skill Nummer 1. Den hole ich nicht mal. Doch. Denn mir geht's um die Spitze. Go big or go Hilfe! home. Hilfe! Go big or go home. Du hast noch 20 Sekunden. Ja! Was? Pass auf. Wie soll. Hä, hey, nee, ernsthaft, wie soll ich's da hochschaffen? Jetzt! Du musst nach Nee. links. Super gemacht! Ich hab dich aber überholt. Scheiße. Point technisch. Ja, Weiter das geht. geht's. Du hast keine Leben mehr, nur als Erinnerung. Das ist dein letzter Was Try. gibt man kann auch in der Luft schlagen? Oh, nee. Nee, das ist viel zu. Wo leben wir? 2000? Bald steht Silvester vor der Tür, da steht es Weihnachten 2000. Fuck. Ich hasse Let's Plays! Let's Plays sind voll geil. Und sehr modern und holen noch ganz viele Views rein. Pass auf, wir brechen noch durch, Anthony. So wie ich jetzt durch diesen Boden krach. Bam. Kann man da auch durch? Okay, Sachbeschädigung, habe ich recht. Leute, habt ihr jemals etwas sachbeschädigt? Schreibt das genaue Datum, Uhrzeit und Ort hin. Ja, oh, siehst du diese schnellen Wolken? Du bist tot. Maxi. Oh. Okay, pass auf. So mit der Gurke. Speedrun. So, wie? Okay, du willst schon wieder reingehen, oder? Du hast dein letztes Leben, Maxi. Soll ich das echt noch versuchen? Ja, natürlich. Das ist die Runde, in der sich alles bewahrheiten wird. All unsere ganze. Verpiss dich! Warum ausgerechnet dort? Sind sie eigentlich für Viecher? Yetis, kleine Yetis, ist es nicht eindeutig?
Die haben nicht mal Beine. Wir sind ja nicht mal. Wo sind wir eigentlich? Nordpol. Wusstest du, dass dieses Spiel eigentlich die globale Erwärmung hervorgerufen hat? Ich hab gedacht, die Kritik an Trump. Das auch. Alles gleichzeitig. Ja. Miyamoto hat das gesehen und gesagt: Sie will ich das nicht haben? Dann hat er den großen globalen Erwärmungsschalter betätigt. Ich will nicht gegen Yetis halt, kämpfen. Das sind halt einer der Vorteile, wenn man bei Nintendo arbeitet. Ja, der große globale Erwärmungsschalter. Ich jump hier. Das ist beschissenes Game Design, Nintendo. Oh, ich hasse Eiskalmers, ich finde das so frustrierend zu spielen. Es ist wirklich, ja, ich habe es irgendwie spaßiger in Erinnerung. Oh. Warum repariert er das jetzt, hä? Unlogische Sachen in Eiskalmers. Verpiss dich! So eine Scheiße! Das ist ein Scheißspiel. Springen wir sofort zum letzten Level. Das ist der letzte Level bereit, Anthony. Wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Ja, wir haben gerade gecuttet. Ja. Wir haben so gesagt, spielen wir das 32. Level, dann haben wir Nein gesagt und haben das Spiel kurz durchgespielt und jetzt sind wir hier. Okay. Oh, das ist jetzt schon frustrierend. Ich bin wieder am Stich. Nee, ganz ehrlich, schau dir das an. Was? Das ist doch nicht realistisch. Du kannst da ja nicht mit Jump. Oh, hä, man kommt nicht auf die Wolke. Doch, mit sehr guten Reflexen. Pass auf, ich schaff's jetzt auf die Wolke. Also man kommt auf die Wolke, aber man kann da nicht mehr abspringen. Ja, das ist dumm. Ja. Warten, das gibt keinen Sinn. Wurde mir gesagt. Oh Gott. Nein, Sonne. Alter, was ist das bekommen? Wurde mich gesagt. Ich bin genau auf. Wo ist dein Game Over? Das war gerade eben. Ja, okay, frohe Weihnachten. Hallo, Sie kennen höchstwahrscheinlich meine zwei Geschwister, Popo und Nana, besser bekannt als die Ice Climbers. Naja, ich bin der dritte Bruder. Starlicht.